setze ich hier im Weg. Kollegen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich weiß nicht, verstehen Sie mich auch ohne Mikrofon? Ja, wunderbar, dann würde ich sagen, macht es ohne Mikrofon. Herzlich willkommen hier in der BW-Bank. Vielleicht ganz kurz, mein Name ist Stefan Schütz. Ich leite das Konzernmarketing innerhalb der LBBW. Und dazu zwei Sätze. Innerhalb der LBBW heißt auch verantwortlich damit für die Marken im Konzern, damit auch für die BW-Bank. Und die BW-Bank ist ja einer der Hauptsponsoren der Stuttgart German Masters und insofern auch für die Sponsorings verantwortlich. Und als Hausherr quasi heiße ich Sie herzlich willkommen. Und wenn ich hier so in die Runde gucke, sowohl nach links als auch nach rechts und nach vorne, kann ich fast schon sagen, das ist ja wie unter Freunden und das ist fast schon eine gute Tradition, dass die Pressekonferenzen auch in den Häusern der Sponsoren stattfinden. Es ist jetzt die letzte Pressekonferenz vor dem Turnier. Herzlich willkommen. Die BW-Bank ist ja quasi einer der Mitgründer dieses Turniers seit 1985. Ich kann mich nicht mehr erinnern, habe es mir aber sagen lassen, sind wir Mitsponsor, mit Hauptsponsor dieses Turniers und das Reit- und Springturnier ist nach wie vor eines wirklich der tragischen Säulen unseres Sponsoringskonzepts. Insofern ist es mir natürlich auch eine große Freude, die Kollegen hier am Tisch begrüßen zu dürfen. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es ja fast nicht notwendig, denn Sie kennen sie alle. Aber es ist doch eine Form der Höflichkeit, dies dann auch zu tun. Zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken, Herr Andreas Koll, Geschäftsführer der in Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. Neben ihm Herr Gotthilf Frixinger, der Turnierdirektor, Ihnen bestens bekannt. Neben mir eine große Freude, der amtierende Europameister Monsieur Roger Yves Wurst, einer der zweimaligen Gewinner der German Masters. Daneben Herr Hauke Schmidt, technischer Leiter. Und ganz links Lucy Davis, wir haben uns kurz unterhalten, auch eine der großen Springreiterinnen, eigentlich aus Los Angeles, studiert aber in Berlin Architektur, spricht auch etwas Deutsch. Alle herzlich willkommen. Und dann würde ich gleich überleiten auf Herrn Koll als nächsten Redner. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schütz. Auch von meiner Seite herzlich willkommen und vor allem vielen Dank, dass wir die Pressekonferenz wieder bei Ihnen in den gewohnt professionellen Räumlichkeiten hier machen dürfen und abhalten dürfen. Das ist immer wieder eine Freude und vor allem auch eine Freude, dann das vollbesetzte Auditorium hier begrüßen zu dürfen. Das zeigt auch die tolle Resonanz und offensichtlich auch die Ehrlichkeit, hier die Pressekonferenz miterleben zu dürfen. Und wir freuen uns, dass wir tatsächlich seit 1985 diese intensive Partnerschaft mit Ihnen entwickeln durften, mit Ihnen leben durften und das German Masters sicherlich in seiner Qualität von dieser intensiven Partnerschaft profitieren kann. Das zeigt letztendlich auch die Kontinuität und wir sind auch sicherlich mehr als zufrieden, mehr als froh und glücklich, so einen Partner zu haben, der vor allem auch das Turnier durch die Vielzahl an Vorbereitungsturnieren, an örtlichen Veranstaltungen durch das ganze Land hindurch begleitet. Wenn die Baden-Württembergische Bank die Veranstaltung im Land nicht in dieser auch Kontinuität und über die langen Jahre in dieser wirklich Professionalität mit unterstützen würde, mit realisieren würde, würde sicherlich auch ein wesentliches Element fehlen, dass wir dann tatsächlich dann am Donnerstagabend sagen können, jetzt treffen sich die besten Reiterinnen und Reiter aus Baden-Württemberg zum BW-Bank Cup in der Hans-Martin-Schleierhalle und wir auch hier immer wieder vor vollem Haus dann letztendlich die besten baden-württembergischen Reiterinnen und Reiter begrüßen dürfen und dann auch entsprechend auszeichnen dürfen.
toller Sport wird geboten jedes Jahr, toller Sport internationaler Art. Wir haben dieses Jahr eine Neuigkeit, wir haben 4 Weltcup-Status bekommen, aufgrund der harten Arbeit, die da dahinter steckt, von allen Beteiligten, denke ich, dass man das wirklich immer noch mal unterstreichen muss, denn es ist schlichtweg einmalig auf der Welt, es gibt kein Turnier, das eine vergleichbare sportliche Wertigkeit hat. Und auch die 5. Disziplin des Jinder Derby ist hier auch noch sportlich herausragend. Herr Rixinger und Herr Schmidt werden nachher im sportlichen Bereich sicherlich auch noch einiges mehr darüber im Detail sagen. Aber wir als Veranstalter können wirklich nur einmal mehr unterstreichen, dass wir sehr, sehr glücklich sind, aufgrund dieser Entwicklung dieses Turnier jetzt zum 29. Mal verzeichnen kann und somit eine absolut hohe Qualität hat. Wir haben insgesamt über 180 Reiterinnen und Reiter am Start aus 27 Nationen, 83 Pferde sind da eine logistische Herausforderung, wie jedes Jahr aufs Neue für unser Team vor Ort. Wir haben bis heute über 45.000 Tickets verkauft. Das heißt, das Turnier erfreut sich mehr denn je großer Beliebtheit. Diese 45.000 sind wirklich eine fantastische Zahl, sodass wir auch bereits heute davon ausgehen können, dass wir die magischen 60.000 am Sonntagabend verkünden dürfen. Wenn es so weitergeht, werden wir das auf jeden Fall auch locker schaffen können. Das zeigt einmal mehr, das Programm stimmt, das Thema insgesamt ist stimmig, die Partnerschaften stimmen, die sportlichen Themen stimmen. Und da möchte ich jetzt auch gleich das Thema weitergeben zu dem sportlichen Thema einnutzen. Dankeschön, Herr Kroll. Ja, Herr Schütz, herzlichen Dank, dass wir wieder hier sein dürfen und wir freuen uns, dass Sie heute hier sind. Sie haben dieses Turnier schon ganz von den Anfang an mitbegleitet, noch unter anderen Flaggen, anderen Namensgebungen, aber das macht immer mehr Spaß dann, wenn man wieder so quasi nicht am runden, aber am langen Tisch zusammensitzen darf. Ja. Welcome Lucy, welcome Roger Yves Bost hier in Stuttgart. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass die beiden heute hierher gekommen sind. Roger Yves Bost, genannt Bosti, das ist kein negativer Name, sondern wirklich ein Markenzeichen für ihn. Wir freuen uns, dass er hier ist und damit die ganze Sache natürlich noch etwas charmant abgerundet ist, haben wir Lucy Davis eingeladen, eine wirklich wirklich charmante junge Amerikanerin. Wir haben das Glück, sie ist zurzeit in Deutschland, in Berlin und sie tut uns hier am langen Tisch und beim Turnier sehr, sehr gut mit ihrer Art und Weise zu reiten, sich zu präsentieren und wir wünschen ihr heute schon sehr, sehr viel Erfolg. Diese Pressekonferenz ist sehr springbetont, 2 Springreiter heute. Ein altbekannter Bosti, nicht jetzt erst, weil er Europameister geworden ist hier in Stuttgart, schon in den 90er Jahren. Er hat 1990 das Mercedes German Master gewonnen, 1991 dasselbe und war Dritter im Weltcup-Finale 1991. Ein sehr erfahrener Reiter aus Frankreich. Und Frankreich wird hier mit einer sehr, sehr starken Mannschaft antreten mit Roger Yves Bost, mit Patrice Delavaux, mit Penelope und Kevin Stout. Ob alle ganz gut reiten, wissen wir nicht. Wir hoffen es. Er ist am Sonntag im großen Preis in Lyon noch kurz vor der Zielgeraden gestürzt. Sein Teamkamerad Kevin Stout auch. Das wünschen wir natürlich in Stuttgart nicht. Wir hoffen, da kommen sie heil über die Runden. Und freuen uns. Bosti hat nicht nur den Namen Bosti als Markenzeichen, sondern auch sein Reitstil ist ein bisschen eine eigene Geschichte. Er hat fantastische Pferde zur Verfügung. Seit vielen, vielen Jahren, er hatte auch wie viele Reiter eine Wellenbewegung, up and down, aber ist ein Kämpfer und ist wieder ganz nach oben gekommen, jetzt 3, 4, 5 Jahren, da
dazu muss man sagen, Glückwunsch, und das zeugt von wirklich großer Energie und von französischem Kampfgeist. Die Lucy hat dieses Jahr schon einen sensationellen Erfolg verzeichnen dürfen. Sie wurde Siegerin im Großen Preis von Lausanne bei der Global Champions Tour. Ich persönlich habe sie vorher nicht gekannt. Ich habe sie erst durch ein Telefonat mit dem Coach und mit Meredith und mit Markus Birbaum kennengelernt. Markus hat uns angerufen, ob es nicht möglich wäre, dass Lucy eine Starterlaubnis hatte, bekommen würde. Ich habe das an unserem Hauge Schmidt weitergeleitet und er ist sofort los nach Barcelona, dann doppelte sie im Team der Amerikaner und hat eine Erfolgsmeldung mit nach Hause gebracht, und hier ist sie. Lucy ist aufgefallen in Lausanne durch ihren typischen amerikanischen Reitstil, vorwärts, so wie das Meredith auch macht oder wie andere Amerikanerinnen. Das macht Spaß, doch zuzusehen. Die Pferde springen einfach easy und die jungen Damen sehen natürlich auch hübsch drauf aus. Das muss man schon zugeben. Ja, Herr Goll hat gesagt, wir haben ein tolles, nicht Nennungsergebnis, sondern Publikumergebnis. Ja, es ist wirklich mehr wie positiv. Zum einen ein bisschen bedauerlich, mich rufen sehr viele Menschen an, ich kriege E-Mails aus Kanada, aus der Schweiz, überall. Was ist mit dem Mittwoch los? Warum bekommen wir am Mittwoch keine Karte mehr? Warum bekommen wir am Samstagnachmittag keine Karte mehr? Einerseits für uns hier können wir strahlen und können glücklich drüber sein, andererseits für diejenigen, die kommen wollen, von so weit her, ist es bedauerlich. Wir versuchen immer wieder hin und her zu managen, dass so etwas klappt. Aber das ist ein gutes Signal für unser Turnier. Und ich denke, dass ich in derselben Meinung, Herr Goll, dass wir am Sonntagabend oder am Sonntagmittag unsere Marke, die wir uns immer zum Ziel setzen, auch verkünden dürfen. Zum Sport. Wir haben unser Programm gleichgehalten, Never Change a Winning Team, sagt man ja, aber wir changed ein gutes Programm. Wir haben das Einzige, was wir gechanged haben, ist wohl die Skirennen in den Weltcup-Status anzuheben. Der Rest ist gleich geblieben. Und Sie haben alle in Ihrer Pressemappe einen aktuellen Zeitplan, der weicht ein ganz klein wenig von unserem Flyer ab, speziell am Samstagnachmittag und am Sonntagnachmittag. Das hat Hintergründe, fernsehtechnische Gründe, haben uns veranlasst, ein bisschen die Zeiten zu modifizieren, sodass wir eben auch Fernsehpräsenz haben in der von uns geforderten Zeit und in dem Zeitfenster und in Einklang mit dem SWR. Vorneweg möchte ich dazu sagen, dass dieses Turnier von Clip My Horse über Livestream komplett empfangen werden kann, außer in den beiden Prüfungen, die unter der Regie der FI von FI TV laufen müssen. Dort wird ein sogenanntes Blocking dann stattfinden, was man aber später irgendwann in der Medialiste wieder nachsehen kann. Wir beginnen mit einem Paukenschlag, das darf ich vermelden. Bereits am Mittwochnachmittag mit nationalen Prüfungen, aber am Abend mit dem Jump and Drive, und da hat sich Hauke Schmidt etwas Besonderes einfallen lassen. Er wird natürlich die wichtigen Damen und Herren dazu bringen, beim Jump and Drive mitzumachen. Sicherlich eine sehr unterhaltsame Prüfung. Auf etwas möchte ich aufmerksam machen auf unsere Indoor-Vielseitigkeitsprüfung bei der Firma Walter Solar. Hier habe ich ein Nennungsergebnis, das schlägt alle Rekorde. Und ich bekomme jeden Tag noch neue Anfragen, gestern Abend noch aus Finnland. Ich habe sie ablehnen müssen. Wir haben 24 Reiter, internationale Reiter. Das spricht schon Bände, und ich denke, dass das eine sehr, sehr gute Prüfung sein wird. Der Rest des Programms ist wieder aufgegliedert in die Dressurprüfungen, Springprüfungen, Fahrprüfungen,
Und wie gesagt, in diesen Disziplinen haben wir alle den Weltcup-Status. Da sind wir sehr froh und dankbar, auch mit einem Gruß an die heutige Generalversammlung der FEI nach Montreux, dass die FEI uns diesen Status in diesen Disziplinen gewährleistet, ist aber auch, glaube ich, für die FEI ein wichtiger Standort Stuttgart mit unseren Sponsoren und mit dem ganzen Gefüge, was wir jetzt in den letzten Jahren aufgebaut haben. Also auch der Weltverband partizipiert von dieser Veranstaltung und natürlich unsere Reiter. Das ist ganz klar, wir sehen es, wie viel Interesse besteht, hier in Stuttgart reiten zu wollen. Nun hat natürlich der Weltcup in diesem sogenannten Springzirkus besondere Regularien und leider darf nicht jeder an den Start gehen. Das ist, man muss sich quasi qualifizieren, die Top Ten und dann die Nationen, die auch eine Weltcup-Prüfung haben, sind erlaubt, mit einem oder zwei Reiter zu kommen. Das bedeutet aber, summa summarum haben wir 33 Teilnehmer, die vorqualifiziert sind für den großen Preis am Sonntagnachmittag. Der Rest, bis zu 40, kann sich über dieses Turnier noch hineinqualifizieren in die Startliste am Sonntagnachmittag. Aus diesem Grund hat Hauke Schmidt auch immer wieder selektiert, wen könnte ich noch einladen, wer bringt einen bunten Mosaikstein in diese Veranstaltung mit hinein. Aus diesem Grunde haben wir diesmal wirklich Reiter aus Aserbaidschan, aus Finnland, dann möchte ich auf Mexiko aufmerksam machen, auf Taipei und dann haben wir einen Marokkaner sogar am Start. Also es gibt ein buntes internationales Feld und wir wissen alle, wir leben nicht mehr auf einer Insel hier in Deutschland, was den Spitzensport anbelangt, weder im Springen noch in der Dressur noch in den anderen Disziplinen. Durch das Know-how von Deutschland, durch die guten Pferde aus Deutschland, die in alle Länder verkauft werden, hat sich das Gefüge, das Leistungsgefüge international dermaßen nach oben gesteigert, sodass es selbstverständlich berechtigt ist, diese fremden, unter Anführungszeichen exotischen Nationen ebenfalls mit zu integrieren und an diesen Sport heranzuführen. Das ist eine große Leistung im internationalen Netzwerk. Da muss man sagen, Hut ab, und da tun viele aus Europa einiges dafür, die Franzosen, die Engländer, die Deutschen, mit ihrer Trainingsarbeit bei diesen Nationen. Um auf Lucy zurückzukommen, wir haben außer Lucy auch Red Kessler und die Frau von Rodrigo Pessoa, Amerikanerin, hier am Start, also drei amerikanische Damen. Und alle drei sind hübsch anzusehen, können gut reiten, sind jung und haben gutes Pferdematerial zur Verfügung. Da können wir auf spannenden Sport uns, dürfen wir auf spannenden Sport uns freuen. Wenn Sie die Startliste, die Nennungsliste lesen, dann ist es wirklich das Who is Who. Jedes Mal oder jedes Jahr frage ich mich, wie gelingt es uns? Was wollen wir eigentlich noch besser machen? Aber ich behaupte, es ist dieses Mal wieder oberstes Niveau. Herr Kroll, ich weiß nicht, was wir nächstes Jahr tun sollen, wollen, wie es uns gelingt, so etwas noch zu toppen. Wir auf jeden Fall sind sehr, sehr froh. Und jetzt möchte ich eigentlich zur BW-Bank kommen, früher Landesschirrkasse. Die BW-Bank als Dach- und als Hauptsponsor fördert nun seit 29 Jahren diese Veranstaltung, aber seit 28 Jahren gibt es den LBBW Cup für unsere baden-württembergischen Reiter, wo wir vier Veranstaltungen im Lande haben, wo sich die Reiter qualifizieren können. 25 aus diesen Qualifikationsturnieren dürfen in Stuttgart an den Start gehen.
Und es ist jedes Jahr ein Hauen und ein Stechen, wer nun sich qualifiziert. Das ist ein sehr, sehr positives Signal, dass auch im Lande der Sport, der Reitsport durch die BW Bank gefördert wird. Das heißt, nicht nur hier bei diesem Riesenevent setzt sich die BW Bank in Szene, sondern sie fördert auch die Basis. Und das ist sehr, sehr erfreulich für die Reiter, für uns. Und ich denke, wir haben damit als einziges Bundesland einen Coup gelandet in Deutschland. Das gibt es überhaupt gar nicht, dass man so einen Sponsor hat, der regional tätig ist und der das nach oben zusammenführt zum Stuttgart German Masters. Hier werden wir beneidet von allen anderen Bundesländern. Alle anderen Turniere, das haben wir bei der letzten Pressekonferenz gesagt, haben irgendwelche Probleme, müssen ihr Programm auffüllen mit sogenannten SEL-Touren. Wir machen das nicht. Wir sind kein Bezahlsender, wir sind auch kein Bezahlempfänger von diesen Reitern. Wir stellen uns zur Verfügung und sagen, hier ist dieses Turnier, da dürfen die Baden-Württemberger in diesen Prüfungen an den Start gehen, ohne zur Kasse gebeten zu werden. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr lobenswert, dank der BW Bank, dass uns das insgesamt gelungen ist. Bringt uns natürlich auch die Zuschauer, denn die Zuschauer wollen ihre Reiter hier sehen. Das ist dasselbe im Dressurbereich mit der Firma die Westtiernahrung. Auch dort sind es die Baden-Württemberg und die Bayern, die dann hier in Stuttgart an den Start gehen dürfen. Ja, ich habe sehr viel geredet jetzt und möchten wir eigentlich unsere beiden Ehrengäste ein bisschen zu Wort kommen lassen. Roger Post, ich denke, es ist fair, ladies first. Wir lassen zuerst mal Lucy ein paar Sätze sagen zu ihrem Deutschlandaufenthalt, zu ihrem Start hier in Stuttgart, auch vielleicht zu ihrem großartigen Sieg in Lausanne. Und dann kommt unser Europameister zu Wort. Lucy, can we ask you some comments for your competing here in Stuttgart or what you are doing here in Germany? You are training together with Merlin, with Markus, and you are located in Berlin. It's correct? That is correct. I am living in Berlin studying architecture, but Markus and Meredith are in Bremen, so I go back and forth to train with them. And usually I come for the summer with them and then go back to California in the fall, so I don't get to come to as nice of shows as Stuttgart. So I'm very excited to be here at this show, and I thank you guys for having me here today. Thank you. What about your winning round in Lausanne? Lausanne was definitely my breakout moment, as you said. Not many people had heard of me before. To me, it was an absolute dream. It was particularly special because my family had come all the way over to watch, and it was nice to beat some of the French, best Frenchmen, as Sebastian and I discussed earlier. It was particularly special because nobody expected it, and so everybody really was happy for me, and I have to thank my family for being there and my trainers, Markus and Meredith, who got me to that point, and I'm really lucky to have an incredible horse who, I mean, he did everything for me that night. So. Super, thank you. Now I think we will give your neighbor a chance to translate to our audience. Ich wohne seit einer Weile in Berlin, wo ich dann Architektur studiere. Aber ich muss hin und her pendeln nach Berlin zu Meredith und zu Markus. Normalerweise bin ich in Deutschland im Sommer und dann gehe ich zurück nach Kalifornien im Winter, im Herbst. Aber ich bin sehr aufgeregt, dass ich hier bei diesem Horseshow-Reitturnier hier in Deutschland bin. Danke, vielen, vielen Dank. Ja, Lausanne. Es war einer von den wichtigen Momenten für mich. Es war ein Durchbruch. Ja, wie du vorher gesagt hast, nicht viele Leute haben von mir gehört.
vorher. Das war wirklich ein Traum für mich. Meine Familie war dann da. Ich muss sagen, es war auch nett, denn die nette Franzosen zu schlagen. Aber es war auch wirklich sehr schön, weil niemand hat es erwartet von mir. Und ich möchte auch meine Familie, Meredith und Markus auch bedanken. Es war wirklich, und auch mein Feld ist auch wirklich unglaublich. Dankeschön. Lucy, we will come later back with some questions from our journalists to you. Nun kommen wir zu unserem Star, Europameister Roger Yves Post. Ich habe vorhin erwähnt, er ist ja kein Neuling in dem Geschäft und schon gar nicht auch hier in Stuttgart, schon häufig hier geritten, gewonnen, gute deutsche Autos mit nach Frankreich genommen. Und er ist dieses Jahr sensationeller Europameister geworden in Herning bei der Europameisterschaft vor einer großen Audienz, wunderschönem Wetter, und er hat sich riesig gefreut. Ich habe den Ritt selbst vor Ort gesehen und ich muss auch sagen, ich persönlich habe das Gefühl gehabt, sein Pferd sprang besser und besser und besser bis zum Finale. Das war mein persönlicher Eindruck. Roger, jetzt würden wir dich gerne bitten, ein paar Sätze zur Europameisterschaft, zu Stuttgart, zu deinem reiterlichen Leben in Frankreich zu sagen. Er spricht nicht so gut Englisch, er versteht sehr gut, kann auch sprechen, aber wir haben eine fantastische Dame hier, die übersetzt, simultan. Wir werden das etwas langsam machen. You can speak in French. Je suis Roger Post, cavalier français. J'habite à côté de Paris. C'est vrai que j'ai gagné le championnat d'Europe. C'était incroyable. Je ne pensais pas que c'était possible pour moi. Guten Abend, kennen Sie hier schon Roger Yves Post, ich lebe in der Nähe von Paris. Ich rede so laut genug, was Sie nicht. Und mit dem Europameisterschaftstitel, das war in der Tat für mich selber unfassbar. Je viens à Stuttgart depuis la première année. J'ai gagné deux fois la Mercedes Master. Et je viens cette année pour gagner la Mercedes avec ma jument des championnats d'Europe. Ich komme schon seit dem ersten Jahr nach Stuttgart und ich habe in der Tat auch schon diese guten Stuttgarter Autos mitgebracht. Ich habe zweimal den Mercedes Cup gewonnen und jetzt in diesem Jahr werden wir sehen, was ich erreiche. C'est important aussi, c'est le Grand Prix de dimanche, où il y a pour la Coupe du Monde, la finale Coupe du Monde, pour prendre des points pour la finale en France qui est à Lyon. Et Stuttgart, c'est vraiment un concours vraiment important pour moi. Je suis venu déjà 7-8 fois. Sonntag haben wir die ganz großen Weltmeisterschaften. Einmal die Weltmeisterschaften in Lyon, dann in Stuttgart halte ich für einen ganz wichtigen Austragungsort. Und ich bin schon 7-8 Mal hier in Stuttgart angetreten. Talking about your horse from Miss Forbes. Mon cheval, Myrtille. Était incroyable. Elle va venir à Stuttgart. Elle était au championnat d'Europe tous les jours mieux. C'est la première fois qu'elle a fait un championnat comme ça. Elle m'a amené une médaille incroyable. Ja, mein Pferd ist wirklich unglaublich. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Und sie hat jetzt mir eine Medaille eingebracht, auf die ich eigentlich gar nicht gewartet hatte. Ich nicht erwartet hatte. Und dieses Pferd wird hier in Stuttgart an den Start gehen. Es ist schon mal nachgegangen. Ja, herzlichen Dank, Roger Post. Wir würden jetzt Sie bitten, mit Ihren Fragen an die beiden Herrschaften oder an
natürlich auch an den Hauke Schmidt, an Herrn Schütz, an Herrn Kohl und an mich zu kommen. Bitte sehr. Une question à Monsieur Post. Vous avez gagné Stuttgart deux fois. Vous voulez bien gagner une troisième fois? Oui, je vais essayer. Ma jument a été en forme. Vous m'entendez? Ja, die Frage war gerade, er hat schon zwei Mal in Stuttgart gewonnen, aber wohl auch ein drittes Mal gewinnen würde. Und Roger Ipost sagt, ja, meine Studien sind super vor uns, wird schon werden. What do you prefer? German Masters or World Cup classification? Boss, I win the master. Non, j'ai pas gagné. Non, je voudrais gagner le Grand Prix aussi. Je veux leur garder le Grand Prix, Kevin. C'est difficile de choisir. J'aime bien les deux. Und dann wirst du alles beide. Er möchte sich in die Reihe dieser John Whittakers und Meredith Michaels Bierbaum einreihen, die beides gewinnen in Stuttgart. Ja, wie Sie gesehen haben, unser Flyer dieses Jahr ist außen gestaltet, ebenfalls mit einem französischen Reiter, der hat letztes Jahr gewonnen, Kevin Stutt. Ich habe vorhin erwähnt, die Franzosen kommen mit einer sehr starken Mannschaft hier an. Vielleicht kann Roger hier auch noch ein paar Sätze dazu sagen. L'année dernière, c'est Kevin Stott qui est en photo sur le programme. Et on a une équipe très forte avec Patrice Delavaux qui a gagné le Grand Prix Coupe du Monde à Helsinki. Et Pénélope Prévost qui va en forme aussi. C'est la meilleure équipe de France. On va essayer de faire des choses bien. Das war, im letzten Jahr war Kevin Stau dabei und dann hatten wir Patrice Devaux, Penelope. Ich würde auch sagen, dass das die französische Mannschaft sehr stark ist, sehr gut aufgestellt. Ja, können wir eigentlich nur agreeen, zustimmen. Bitte, weitere Fragen. Kann Herr Post uns erklären, warum er so reitet? Hat er sich das selbst beigebracht oder hat jemand abgeschaut? J'ai appris un peu tout seul, mais quand j'ai commencé à monter dans les, à venir dans les concours, il y avait Kevin Bacon qui était dans les. Qui était là, alors on l'a regardé. Après, il y a eu des autres cavaliers différents, mais je pense que quand on regarde, on essaie de faire un peu la même chose. Ja, eigentlich gelernt habe ich erstmal ganz für mich alleine, aber dann, wie ich dann in die verschiedenen Rennen kam, da war zum Beispiel Kevin Bacon da, bei dem ich gedacht habe, so wollte ich es auch gerne machen. Dann stehe ich dann so dabei und gucke den anderen zu und lerne dann doch dabei und alleine beim Beispiel, dass die anderen Reiter so geben. Maintenant, je fais un peu attention. Pas bouger trop. Und jetzt bemühe ich mich etwas, mich nicht allzu sehr wegzubewegen. Jetzt mache ich einen ganz kleinen Joke. Wir haben ja am Sonntag im großen Preis auch einen Stilpreis. Wir werden einen Stilpreis ausloben für eine Dame, die den schönsten Reitstil hat und für einen Herrn, der den schönsten Reitstil hat. Roger, die Post. Ich denke, da muss noch ein bisschen an dem kleinen Rädchen gedreht werden, um an diesen Preis ranzukommen. J'ai jamais gagné ce prix. Er würde mich natürlich total freuen, wenn ich diesen Preis gewinne. Lucie hat gewonnen. Wahrscheinlich kennt ihn die Lucie. Ja, sind Sie wieder dran? Bitte weitere Fragen an Lucy Davis oder an Roger Post. Okay.
Is Lucy, are you qualified for the final in Doha? Not just kidding. You are qualified in Doha. No, I'm focusing more on the indoor circuit this fall, so I'm not gonna go to Doha, but Stuttgart is like one of my biggest shows of the fall, so that's the focus. Nein, ich bin nicht für Doha qualifiziert. Zurzeit im Herbst fokussiere ich auf den Hallen-Ride-Veranstaltungen. Der Sturz von letzter Woche, soweit alles in Ordnung und sein Pferd und Reiter und so. So war es ein kleines Schockerlebnis für mich. In Holz war ein Problem, juste laisser. Ça, c'est le métier de cavalier. Et mon cheval, il est bien aussi. Nein, also mir persönlich geht es gut und es gehört natürlich zum Beruf eines Reiters, dass es solche Unfälle oder Stürze gibt. Und meinem Pferd, danke schön, dem geht es auch gut. Fällt mir noch was ein, letzte Woche, vorletzte Woche, ist Herzog Bosch aus dem Weltcup ausgedreht. Alle waren sehr überrascht, gut, ich auch. Hat es Versuche gegeben, auch Stuttgart zurück zu den Spürzer Rolex zu holen, oder ist das für euch kein Thema? Also bei uns kein Thema in der Saas. Und zum Weltcup-Thema. Wir haben sehr, sehr gerne mit Rolex zusammengearbeitet. Das war eine fantastische Zusammenarbeit. Und man muss im Nachhinein sagen, Rolex hat den Weltcup sehr, sehr gefördert und hat ihn interessant gemacht, hat ihn weltweit sehr, sehr nach vorne gebracht. Der neue Sponsor Longines ist uns natürlich herzlich willkommen und wir werden den Weltcup treu bleiben. Das ist eine gute Entscheidung für Stuttgart und auch die Zusammenarbeit mit Longines stellt sich hervorragend an. Wir haben mit Longines einen fantastischen Partner. Longines wird sich bemühen, nicht nur dasselbe, sondern den vorhergehenden Sponsor zu übertrumpfen. Longines ist auch in der Global Champions Tour involviert. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg und für uns hier in Stuttgart, wir haben es mit einem alten Bekannten zu tun, mit Herrn Schiendorfer, der Repräsentant von Longines ist, der die Sache mitkoordiniert. Ich denke, wir sind gut beraten und bleiben auf dieser Schiene. Passt auch zu unseren anderen Sponsoren. Das ist wunderbar. Bitte. Noch kurz eine Nachfrage wegen den Tickets. Mittwochabend und Samstag Nachmittag sind ausverkauft. Ja. Die andere Veranstaltung möchte ich noch überall kaufen. Ja. Ich möchte nochmal auf den Mikrohafen zurückkommen. Wir eröffnen ja mit Jump and Drive, dann geht es über in einen Showblock von circa einer Stunde. Und da darf ich Ihnen versichern, dass wir dieses Jahr ganz, ganz tolle Schaunummern dabei haben. Das ist eine Referenz an Frankreich, an Roger Yves Vost. Clemens Fabre wird hier in Stuttgart mit ihrem Gotan eine Präsentation zeigen. Das ist unsere Hauptattraktion. Ich bin gespannt, wie das beim Publikum aufgenommen wird. Ich kann Ihnen nur sagen, hochinteressante Schaunummern aus Österreich von der Frau Brein. Dann haben wir unseren Masters Hengst, den wir küren. Das ist ein züchterisches Highlight.
für die süddeutschen Zuchtverbände. Das tut uns gut. Wir reichen die Hand, die Züchter reichen die Hand und ohne Pferde können wir kein Turnier veranstalten. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man die Zuchtverbände mit integriert, bringt uns Zuschauer. Dann haben wir weg von den Pferden eine hochinteressante Hundesportnummer. Und zum Schluss des Abends Clemens Favre mit ihrem Gotan. Diese drei, Katrin Brein, die Hundeschau-Nummer und Clemens Favre ziehen sich über das ganze Turnier bis zum Sonntag hin durch. Die Hundeschau-Nummer inklusive Sonntags, die anderen enden dann am Samstag. Ich denke, nicht nur harter, umkämpfter Sport und Wettkampf ist wichtig, sondern auch die Show, die Atmosphäre für diese Veranstaltung. Das ist das, was unser Publikum schätzt und wo wir auch etwas zurückgeben können, um auch Menschen zu gewinnen, die sich einfach am Pferd erfreuen. So, bitte, weitere Fragen? Ja. Herr Boss, es ist ja so, dass Sie in den 90er Jahren sehr erfolgreich waren, dann ein bisschen eine Delle und jetzt geht es wieder hoch oder Sie sind wieder am neuen Höhepunkt. Wie stark schätzen Sie sich und Ihre Pferde im Vergleich zu 1991 damals ein? Ja, der Sport ist natürlich in der Zwischenzeit noch stärker und noch schwieriger geworden. Aber ich meine, das alles vom Pferd abhängt. Wenn man ein wirklich gutes Pferd hat, dann kann man auch heute gewinnen. Das Pferd macht wirklich alles aus. Ich denke, positiv ist auch, die Pferdezucht hat sich auch gewandelt. Wir haben heute noch bessere Pferde in den Ende 89, Anfang 90er Jahre. Je pense que le cheval que j'avais il y a 20 ans, Norton Dorwis, il pouvait gagner aujourd'hui. Ich denke, das Pferd, das ich vor 20 Jahren hatte, Norton, das würde auch heute noch gewinnen. Il était vraiment très bon. Et la jument Myrti, elle a un peu la même façon de sauter. Ja, das war wirklich, Norton war wirklich ein tolles Pferd. Und die Stute Myrti, die ist so gut, die könnte heute noch gewinnen. Gut. Haben Sie noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanken wir uns bei Ihnen und ich möchte das Wort an den Hausherrn zurückgeben. Ja, vielen Dank.